Kapitel 4 – Benzin auf die Flammen. Selbst mit all dieser Feuerkraft rechnete ich nicht damit, Punchinello auf seinem Anwesen erwischen zu können. Ich konnte nur hoffen, dass er mich winseln hören wollte, um zu sehen, dass er gewonnen hat. Hier ist Max Payne. Ich möchte ein Geschäft vorschlagen. Payne, du bist ein toter Mann. Das sagen alle. Ich habe ihr Schiff und die Ladung. Ich möchte, dass wir uns treffen. Kein Payne, keine Kohle. Capisch? Kennen Sie mein Restaurant? Ja, ich kenne es. In einer Stunde. Punchinellos Restaurant hatte schon bessere Tage gesehen. Der kalte Schnee war wie der Ascheregen nach dem Weltuntergang. Aber das war draußen. Im Restaurant des Don würde es bald heiß hergehen. Ich wusste, es war nicht wahrscheinlich, dass Punchinello tatsächlich auftauchen würde. Aber hoffen ist ja nicht verboten. What? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Hä? Muss ich rennen? Nee. Wo muss ich hin? Was für ein Riesenrestaurant und der jagt das in die Luft, ey. Nur um mich zu töten. Ich fühle mich fast schon ein bisschen geschmeichelt. Ah, Kacke. Okay. Ja, lauf. Ich schaff das. Nein, ich schaff's nicht. Weil ich habe gerade versucht, irgendwie schnell zwischenzuspeichern. Und hab Faden verloren, wo ich lang muss. Scheiße. Muss vielleicht nicht so gut ist zu speichern. Vielleicht lieber einfach rennen und versuchen, einen Zug zu schaffen immer. Wo hier kann ich speichern. So, jetzt kommt die Stelle hier. Nee, ist noch gar nicht. Jetzt. Jetzt lang, muss ich hier drüber. Ammer, ich sehe es noch. Ich sehe es, ey. Na, oh, was mache ich denn? Nein. Ich habe wieder kurz Ruhe zum Speichern. Was ist das denn für eine Mission hier? Punchinello brannte darauf, mich zu sehen. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er versuchte, meine Flammen mit Benzin zu löschen. Mit Granaten und ein Aufzugsschacht.
Ach, komm schon, ey. Schön Flug hat er, ne? Will ich mal so sagen. Die haben wir gut erwischt. Das tat weh. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Den Weg raus aus diesem Inferno. Na, willst du mitkommen? Ja. Ja, du bist alle gut, ja. Laufen die zu mir? Ich kann euch nicht hier zurücklassen. Ich töte euch, dann müsst ihr dich elendig verbrennen. Vielleicht nur was Gutes tun. Glaubt mir. Es geht nicht anders, liebe Ratten. Ach, mit dem Falschen erwischt. Ja, jetzt muss er aber bleiben. Tötet nicht jedes Mal. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht. Oh, was hab ich denn? Aus diesem Inferno. Colt Commando. Nice. Was war das denn? Der will schon runterfallen? Nein. Hätte mir auch klar sein können in dieser Treppe. Keine Painkiller. Ach komm. Ich wollte mich gerade beschweren, dass ich keine Painkiller mehr habe. Waren ja alle tot jetzt? Diese Idioten mit so einer Ingram, ey. Verteilen aber auch mächtig Damage. Oh, je. Mal speichern. Weil wir wenig Leben haben, wirklich ganz wenig. Ah, ich hänge hier fest. Oh, wo ist der andere Affe? Affe. Affe tot. Oh. Klappe zu. Affe tot. City Sewers. Do not enter for maintenance personnel only. Jupp. Jetzt gehen wir lieber raus. Vladimir hatte meine Raumzeichen gesehen. Der Motor des Mercedes heute auf und übertönte beinahe das infernalische Gewimmer der Sirene. Kommst du? Wir setzen dich bei Punchinellos Anwesen ab. Hört sich gut an. Wenn das alles vorbei ist, schau mal bei mir rein. Ich könnte einen Profi wie dich gut gebrauchen. Ich werde daran denken. Kapitel 5 Engel des Todes. Die Gartenlampen flackerten nervös, der Schnee in ihrem Licht war tödlich weiß mit dem Dunkel. Das Trio waren Geisteskrieger. Wenn Capo sie gelassen hätte, hätten sie die Köpfe ihrer getöteten Feinde über dem Tor des Anwesens aufgehängt.
Punchinello wollte mich haben, er würde mich bekommen. Der Trick in meiner Situation war, dass es gar keinen Trick gab. Ganz egal, was man im Kino zu sehen bekommt. Keine Regeln, kein geheimes Mantra, keine Straßenkarte. Es ging nicht darum, besonders schlau oder gut zu sein. Es war Chaos und Glück. Und jeder, der etwas anderes glaubte, war ein Idiot. Alles, was man tun konnte, war hart zu spielen und so lange durchzuhalten, wie man konnte. Jemand hatte die Hintertür für mich offen gelassen und die Wachen getötet. Ich wettete jeden Betrag auf Mona. Ich wusste, dass das Trio zwischen mir und Punchinello stehen würde. Ich hatte ihre Strafregister gelesen, dick wie Telefonsicher. Niemand würde hier lebend herauskommen. Die Kälte der angebrochenen Nacht war mir ins Innere gefolgt. Im obersten Stockwerk tanzte das Trio durch das Anwesen zu den leisen Rhythmen ihrer mörderischen Herzen. Das Blut ihrer Opfer wie Rost auf ihren Lippen. Vince Munayo, Pilot Providence, besser bekannt als der große Bruder. Und Joe, Sargnagel Salem. Die Pistole war ein gefrorener Klumpen in meiner Hand, der sich bis auf die Knochen durchfraß. Was macht Mona hier? War sie nicht gefangen? Oh, wir haben keine Medis. So, jetzt muss ich schnell mal umgucken. Zack. Allerdings wäre mir Painkiller echt lieb. Im Tod war der Typ zum Boten befördert worden. Jemand hatte die Gastfreundschaft des Don gar nicht zu schätzen gewusst. Jemand, der sich selbst aus einer verschlossenen Zelle befreite und an mehreren bewaffneten Wachen vorbei entkam. Wieso musste ich nur wieder an Mona denken? Ich konnte nur hoffen, dass sie eine gute Spielerin war, die aufhören konnte, solange sie gewann, bevor sie dem Trio in die Quere kam. Ach, Max. Ich kann dich ja verstehen. Ich kann's ja verstehen. Ja, war jetzt nicht ganz so spektakulär, wie ich das auch erhofft hatte. Speichern nochmal. Auch voll. Wir brauchen Leben. Wir brauchen echt ein paar Painkiller. Es ist Pain! Jemand soll die Jungs von oben holen! Nein, nein, niemand geht hier irgendwo hin. Zu spät. Wenn er kommt, erledigen wir ihn. Winnie und Joe und Pilot sollen dafür nicht den ganzen Ruhm ernten. Ach, komm schon, dass er nicht weiter ballern kann, wenn er am Boden liegt. Ey, Scheiße. Sind ein paar viele dort. Ach, Scheiße. Da liegen sie tot unter Ei rum. Kann ich jetzt auch nichts dafür, ne? Aber sieht schon ein bisschen faul aus hier, ne? In der Ecke liegen, pennen. Ah, nee. So eine Wachen hat, braucht man keine Feinde mehr. Gut. Alter, erschreck mich nicht so. Boah, wir haben immer noch keinen Medis gefunden. Wir haben Medis gefunden. Speichern.
Das wurde aber höchste Eisenbahn, ey. Geht gleich weiter. So, jetzt. Nehmen wir mal auf, hä? Es gelang mir schnell, dem Trio auf die Füße zu treten. Kann die Haufen Munition in der Küche rumliegen, hä? Lisa Punchinello hieß es, dass sie so etwas wie eine Hexe war. Die Tarotkarten auf dem Küchentisch passten ins Bild. Gewöhnlich spiele ich mit anderen Karten, aber ich wollte einen Blick auf das Blatt werfen, das Mrs. Punchinello gegeben hatte. Die erste Karte war der Turm. Vielleicht sollte das das Anwesen sein. Danach wurde es einfacher. Der Teufel war der Herr des Hauses und ich war der Tod, der ihn holen kam. Ja, da kann ich jetzt nicht widersprechen. Bin ich mit einverstanden? Pinkela! Speichern! Mal, ist der Herd wenigstens mal sauber. Der Spieler auch? Ja, kann man nicht reingucken. Die Tür ist zu. Da haben wir schon ein paar Löcher verpasst hier. Ah, jetzt habe ich natürlich keine. Kommen die zu mir? Ach, komm schon. Okay, Mann, weil sind das gleich alle drei Brüder oder wie soll ich das jetzt verstehen? Jetzt wäre eine Nate geil. Na, die haben alle im Keller verballert. Ist hier nicht irgendwo noch eine Granate zufällig? Ah, Kacke. Irgendwann wie die, die haben da bestimmt ein paar Nates im Kühlschrank. So, schön frisch. Lecker. Hält er nicht um, ey. Jetzt. Oh, kommt er einfach reingerannt, ihr habt vor ihn an der Waffe, ey. Meine Güte, ey. Noch was? Komm schon.
Kerzenständer. Der Stuhl steht im Weg hier, ey. Und hier lang? Nein. Haben wir ganzen Medis verbraucht. Ach komm. Das ist doch scheiße sowas. Direkt neben der Tür. Das sieht auch gut aus hier. Und von der anderen Seite auch nicht besser. Richtig nice. So. Oben ist irgendwo noch einer. Scheiße. Da sind vielleicht keine Muni mehr für die Knarre hier. Ein paar Painkiller. Wir brauchen dringend Painkiller. Ganz, ganz dringend. Oh, nirgendwo gibt es Painkiller, ey. Wo denn? Oh, wirklich? Hinter der Pflanze? Eigentlich irgendwie bescheuert oder so. Oh nein, nicht gespeichert. Oh, Kacke. Machen wir den Blödsinn ja nochmal. Jetzt ist der rennt gerade weg. Und speichern wir. Oh, hängt da einer hinter der Pflanze? Ich hoffe, der steht jetzt wieder dort. Nicht, dass das bloß Zufall war. Speichern. Ja, das klingt gut, was er da veranstaltet. Ey, nicht so. Oh na. Scheiße. Schön einen Raum nach dem anderen. Painkiller! Oh, sehr geil. Oh, das wird echt gut. Nein. Speichern, nicht laden. So, kurz warten, bis die Painkiller runter sind. Dann kann ich auch einen Schluck trinken. So. Mit nix. Hallo. Oh, hat er mir gerade in die Füße geschossen oder was? Boah, bei dem Hack 2. So, jetzt sind wir ja in der Lobby. Ja, ach, komm schon, ey. Komm schon. Oh mein Gott.
Ja, du bist zu cool, ja, geht klar, mein Freund. Warum denn die scheiß Nate her? Können wir einmal rumrennen? Wo ist denn der? Wir waren hier. Da kam noch eine Nate geflogen. Einer durch die Tür gekommen, oder was? Na gut, egal. Das war keine gute Idee. Oder vielleicht doch. Ah, das war wieder ein Bossfight. Pumpenmoney. Kein Schrank. Teller hier an der Wand. Oh, könnte natürlich sein, dass der rennt weg. Ja, neue, naja. Was ist das für eine Mutti? Aha, das bewegt sich, wenn man drauf schießt. Okay, nice. Keine Ahnung, wie viele hier drin sind. So einer. Ja, okay. Ah, bleibt er genau so hängen, dass er schön durch die Tür ballert. Also nicht durch die Tür, in den Türrahmen. Noch Granaten? Nehmen wir mal lieber die für den. Ach, komm schon. Wollen wir das vielleicht anders machen? Der schießt, sobald man zu sehen ist. Irgendwann weg. Granate habe ich ja. Kollege, du bist tot. Ich weiß gar nicht, warum der erste Schuss daneben ging. Hat weh. Hat sogar richtig weh. Aber einmal Schmerzmittel, sehr schön. Können wir da speichern. Und einen Granatwerfer. Mit einem Schuss im Moment. Den werden wir uns wohl für den dritten Bruder aufheben. In einen Schuss. Kommt schon. Ah, die fällt wieder nicht um. Das ist so nervig manchmal. Dass sie so unterschiedliche Leben haben, ey. So, ihr ladet noch Munition. Okay. Na gut. Ich weiß gar nicht, warum die gerade nicht aufgesammelt haben. Ja, oh, fall doch nicht. Ich da in den nächsten Raum mit rein. Ja, wir gucken uns das gleich an. Geht mal los.
Immer Painkiller nehmen. Maxi muss Body Body machen. Maxi ist dreckig. Ja? Speichern. So. Hat ein Heli gelandet. Dann liegt eine tote Frau auf dem Bett. Ist das Mona? Wäre natürlich eher sehr suboptimal. Ja, gehen wir gleich ran. Erstmal zu Mona. Wie auch immer. Du bist mir ja ein Engel, Max. Ich konnte nicht genau sagen, ob es Mona oder ihre Schwester war. Es war eine Riesensauerei. Der kranke Bastard hatte wirklich Spaß dabei gehabt. Da liegen zu sehen, erinnerte mich an den Körper einer anderen Frau, der auf einem anderen Bett lag. Erinnerte mich an eine umgestürzte Wiege. Ich glaube nicht, dass Mona ist. 100% die Schwester. Ich glaube, Mona werden wir noch wiedersehen. Geh gleich ans Telefon. Und lass mal die Schränke durchsuchen von der Toten. Ich glaube nicht, dass Mona hier, hier noch ein Kleid an, dass sie im Kleid unten durch den Keller reingestürmt ist. Halte ich für eher unwahrscheinlich. ja. Hallo? Wer ist da? Max Payne? Schießen Sie los. Alfred Wooden, Sie haben Gesellschaft. Ein bewaffneter Helikopter ist gerade auf dem Anwesen gelandet. Sie müssen sich beeilen. Je mehr, desto besser. Nee. Nicht desto mehr, desto besser. Was für eine Waffe, Kollege? Ende der Fahnenstange, Payne. Vince Munyao.